Hallöchen, ihr Coconuts, und willkommen zurück bei Let's Play GTA San Andreas. Yeeha, wir Hey, sind. was you pushing me? Ey, mach mir hier keinen Stress, ja? Mach mir hier keinen Stress. Jo, so. Was will ich erzählen? Will ich euch was erzählen? Ich weiß nur, dass es sehr spät ist. Sonst weiß ich nichts. Und wir machen einfach am besten eine Mission bei Sweet, um ein bisschen reinzukommen, okay? The So Green this is it. Suburb. Say This is when we show the ballers what banging is all Hell about. Yeah, that's yeah. Right. Grove Street is king. Say it with me, niggas. Grove Street is king. Grove Street is king. What's up, CJ? Where you been? Hey, sorry, bro. I got caught up. Yeah, you probably was hitting one of them baller rats. Yeah, I know what you was up to, nigga. Yeah, yeah. Right. You know it? Listen up. Y'all down with CJ, right? Yeah, yeah, sure. He's been through a lot. I mean, we all been through a lot. But CJ's helping us clean up the hood. He's taking the fight to the enemy. Yeah. Showing all of us how it used to bang. Yeah. Yeah. What it used to mean to be a Grove Street family. Yeah. Yeah. CJ, you my brother. My running dog. I should have never doubted you. It's nothing. But you're home now, partner. Yeah, yeah. That's right. Oh. For sure. Listen up. I want all y'all to go get heated and meet me downtown under the Mulholland intersection. We gonna roll on these baller motherfuckers. Yeah. All right, all right. I see y'all in traffic. Yeah, let's roll. Yeah, for sure. You in? Hell yeah, I'm in. I'm your running dog, sweet. Yeah, my nigga. All right, you go get heated up, and I'll meet you at the crossroads. Hey, CJ, it's Caesar, man. I'm kind of busy now. Something big going down. Essie, I gotta see you, Holmes. Tell you something. Look, if it's about Kendall, don't worry. We cool, all right? No, CJ, you gotta come and see something. Something important, eh? Well, it's gonna have to wait. This can't wait, Holmes. If I tell you, you won't believe it, Essie, I swear. Okay. I got about 5, so it better be good. Where you at? I'm under the freeway, north side of Vernon Bluffs. Schwing dich rüber zu Caesar, erwartet unter dem Freeway. Ich wollte gerade ansprechen, dass ich mich gewundert habe, wo die Caesar-Missionen sind. Aber da, bip, wie als hätte das Spiel meine Gedanken gelesen, kommt es jetzt einfach mal. Ja, und ihr seht jetzt GTA das erste Mal in vollem HD. Denn wie ihr vielleicht schon mitgekriegt habt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe jetzt einen HD-fähigen Monitor und jetzt gibt es echtes HD. Und das ist die erste Folge, die in HD ausgestrahlt wird. Yay! Ich hoffe, das freut euch so sehr wie mich. Ich meine, bei GTA macht es keinen großen Unterschied, weil es jetzt sowieso nicht die beste Grafik ist. Aber hey, wir wollen ja nicht meckern, ne? Und übrigens, was auch noch, ich habe mir einen neuen Controller zugelegt, weil ich mir dachte, hey, anstatt mit diesem alten Gammel PS2 möchte gern Joypad hier rumzuspielen, kaufst du dir mal einen schönen Xbox 360 Controller, weil die sind ja so schön kompatibel mit allem, weil halt Windows und so, deswegen Microsoft Controller am PC ist halt immer von Vorteil. Aber Pustekuchen, denn die, oh, ich komme hier gar nicht hoch. Ich laber und mach nur Scheiße, weil die Schultertasten bei dem Xbox-Controller sind halt analog. Das bedeutet, das alte Spiel GTA San Andreas kann die anscheinend nicht erkennen. Ich habe mich schon ein bisschen schlau gemacht und das erkennt der halt einfach nicht. Und ich brauche die Schultertasten oben halt. Ja, und dann war das alles für die Katz. Neuer Controller, aber geht nicht, weil altes Spiel. Naja, dann muss ich halt mit dem alten Gammelding hier weitermachen. Ist ja auch nicht schlimm, wa? Excuse me? Hauptsache es funzt. Oh, was ist hier? Steig in die Wand, der in dem Durchgang zu finden ist. Ja, Mama, keine Hetze hier. Hallo. Und jetzt? Was geht jetzt? So you dragged me way across town to see what? Just in time, Essie. Take a good hard look over there. So, some ballers hanging around a dope spot. So what? Just watch, homie. What the fuck? Oh, no. Shit, Smoke, what you into? Shh, that's it. Look at that ride. That's the motherfucking Green Saber.
shit, Smoke? Crash making you sell us out? Moms! Sorry, Issy. I heard a rumor and poked around. I didn't believe it myself, but... Nah, you did the right thing. I owe you, C's. I gotta go tell Sweet about... Oh, fuck! Sweet! Look, go get Kendall and take her to a safe place. What you thinking? It's Sweet. I think him and the homies is walking into a trap. Just go. Go! Begib dich zum Ort des Hinterhalts, bevor dein Bruder getötet wird. Scheiße. Boah, krasse Aktion, Alter. Wenn dich Freunde verraten, wenn du denkst, du kannst sie vertrauen, dann ist es ja mal richtig abgefuckt. Und ich kann mich auch erinnern, damals, als ich das Spiel gespielt habe und diese Szene gesehen habe, hat mich diese Szene so sehr schockiert. Ich meine, jetzt kannte ich sie im Prinzip schon, weil ich habe das Spiel ja schon mal gespielt. Aber damals bin ich aus allen Wolken gefallen. Ich konnte es gar nicht glauben. Und es war eine echt, echt krasse Szene. To leave a message after the... Shit! Scheiße. Das Drecksauto. Mann, Sweet. Oh. Gib Gas. Komm schon. Oh, ich hoffe, ich bin hier richtig. Hier geht's ab. Hey, Sweet, man, you alright? You been hit? CJ, where you been? Caesar called to show me some shit. It's Smoke, and he and Dick championed some ballers. He sold us out. It doesn't matter, man. You gotta get out of here. The cops gonna arrive any second. Nah, man, I ain't running out on my brother. Yo, ballers, I'm taking you, motherfucker. You hear me? I'm taking you all down, bitches! Oh, yeah. You lost the... You cool, man. Oops. Junge, die wird sterben, meine Lieben. Er ist verkackten Verräter. Und du stirbst! Mann! Es kommen noch mehr Ballers hier, scheiße. Sweet, halt durch, Alter. Halt durch! Mann. Ja, laber nicht! Mach da! Ja, geh mir aus dem Weg! Scheiße. Das halten wir nicht durch. Ai. Oh, die Autos brennen schon. Ich hau da auch selber gegen dich, Idiot. Scheiße, die muss ich mit manuellem zielen, oder was? Scheiße, das war nicht schlau, sich aus der Deckung zu begeben. Oh Gott, es brennt. Weg da, Leute! You got a bag over your head, boy. How you feel about that? Man, take it off. Please, man. I can't breathe. Please. Oh, all right. But only because you said please. You fucking sick motherfucker. Intimidate those who intimidate others, Carl. It's my job. Right, Ed? Yeah. Hey, man. Where we at? The middle of fucking nowhere. Nice, clean air. Fucking Smoke. Oh, Sweet. Sweet is alive. Alive and inside. He's in a prison hospital, being treated for gunshot wounds. Awaiting trial. Yeah. Somehow nobody's caught you yet. Oh, yeah. You should be glad, Carl. Your moron brother's alive. Your street trash soon to be turned out sister's alive. And she's only sucking one greaseball's dick. Things are going pretty well for you, Carl. So behave, nigga. We want you to do a little favor for us, Carl.
I can't believe that nigga Smoke turned on me. Smoke? Smoke does exactly what he's told. He learned that lesson a long time ago. Damn, man. Take it easy. Yeah, homies for life. Street loyalty. That's all bullshit, Carl. Didn't you learn that when they ran you out of town just because you let Brian die? Huh? Eddie, I can't deal with this guy. He's an idiot. Let me air this fucker out. No, 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 officer. For once, let's let the kid do something good with his useless life. He's gonna help us with the fight against crime. Right, Carl? Yeah, by any means necessary. Now you stay the fuck away from Smoke and stay the fuck away from us. Otherwise, Sweet's gonna find himself on a baller's block getting in touch with his feminine side. Hey, Hernandez, you gonna piss all day? Get your hands off me, man. For some reason, we've got a little problem with a former friend of ours. He seems to disagree with some of our methods. Nah, who could do that? Yeah, you'll never find anybody as fork-tongued as this snake-ass bastard. Soon as he gets caught with his hand in the cookie jar, he'll whistle any tune Internal Affairs wants him to. See, they got him hiding up Mount Chiliad someplace, so they can manipulate his testimony any way they want to. I want you to pay him a little visit, Carl, and destroy all his evidence before he testifies. Sort this out, Carl, so Officer Tenpenny can sleep easy at night. Man? We want evidence he ain't gonna talk. Oh Mann, diese miesen Dreckskerle. Die haben uns alle übers Ohr gehauen. Und ich kann mich nicht bewegen. Mein Controller hat ganz kurz geschlafen. So. Huh, ja. Korrupte Bullen, korrupte Freunde, alle Scheiße. So, jetzt sind wir in einem neuen Areal von, in GTA. Wir sind jetzt irgendwo in der Pampa. Und ich frage mich, also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das länger her ist, dass ich das, als ich jünger war, gespielt habe, aber mir kommt das manchmal so vor, wenn ich Spiele von damals wiederhole, dass die viel, viel kürzer sind. Weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir dabei helfen, vielleicht kennt sich jemand noch ein bisschen besser mit GTA San Andreas aus. Habe ich vielleicht einige Missionen ausgelassen, irgendwas, was ich vercheckt habe und jetzt geht die Hauptstory schon weiter, ohne dass ich die anderen Nebenmissionen gemacht habe, weil es kam mir so kurz vor jetzt, dass wir jetzt schon in dem nächsten Areal sind, sozusagen. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr da mehr und könnt mir dazu was sagen und das in die Kommentare schreiben. Würde mich echt freuen. Weil wenn ich so ein bisschen Nebenstory verpasst hätte, wäre es auch schade. Wäre ganz, ganz cool. Aber ich dachte so mit Caesar oder mit OG Locke, dass da noch mehr war. Aber weiß ich nicht, vielleicht kommt es mir auch nur so vor, weil es schon so lange her ist. Naja, jedenfalls sind wir jetzt hier in der Pampa. Und ja, unser Bro ist angeschossen, aber Gott sei Dank nicht tot. Das ist doch schon mal was Schönes. Ich würde sagen, jetzt speichern wir hier auch. Das schneide ich lieber ganz kurz raus. Wushu! Hier ist ganz schön neblig, ne Leute? Wie kann ich denn diese... Ach, hier Kamera, guckt mal. Das ist ja die ultra neueste Kamera, die es auf dem Markt gibt. Und was wollte ich noch erzählen? Achso, ja, diese korrupten Bullen. Oh, mein Motorrad. Das erinnert mich so sehr an den Film Training Day. Ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt. Also wer den noch nicht geguckt hat mit Denzel Washington, guckt euch den an. Der ist richtig, richtig gut und passt irgendwie zur Situation hier. Wir sind jetzt hier im Hinterwäldlerland, das wir schon mal besucht hatten, als ich mir den Traktor genutzt habe. Und das mag ich hier eigentlich, so am Mount Chiliad und so. Ist eigentlich ganz kühl. Und jetzt gucken wir mal, wie die Mission hier weitergeht. Bam, bam. Badlands. Beseitige den Zeugen, bring den Beweis. Hä? Wie? Ich dachte, ich soll ihn fotografieren. Hä? Nee, ich kann nicht. Achso. Wenn du die Kamera benutzt, drücke Mausrad auch ab, um heranzukommen. Achso. Okay. Ich soll dann ein Foto machen. Also ich soll ihn erst, um mit einer Kamera ein Foto zu machen, drücke Joy 2. Warte mal, Joy 2 ist Kreis. Okay. Du kannst eine Galerie deiner Fotos im Verzeichnis GTA San Andreas User Files ansehen. So, soll ich den jetzt töten oder soll ich von den Fotos machen? Ich hab da nicht so ganz aufgepasst. Ich feiere das erstmal, dass ich hier voll offroad rumfahren kann. Hallo, du musst auf den Berg hinauf, um diese Spitze zu finden. Ich glaube, ich muss ihn erledigen, aber ich weiß nicht, ob ich noch Waffen habe, ehrlich gesagt. Na, der Mount Chiliad sieht hier ein bisschen anders aus als in GTA 5, Leute.
andere Zeiten. Das Ding ist ja schon 10 Jahre alt oder so. Ups. Und so fährt man nicht Motorrad, Leute. Das wollte ich euch auch mal zeigen. Das solltet ihr sehen. Natürlich kann ich super fahren, aber das müsstet ihr mal gesehen haben. Ich bin jetzt natürlich auch offroad einfach hoch, aber ich glaube, ich lasse es mal hier. Boah, schlechtes Wetter hier. Richtig schlechtes Wetter. Dann kann man hier hoch? Ja, hier kann man. Gut. Komm schon, Maschine. Zeig, was du kannst. Zeig, was du drauf hast. Wir holen uns den Spitzel, den kleinen blöden Spitzel. Okay, es wird schwieriger, Leute. Der Schwierigkeitsgrad steigt. Ich glaube, wir sind bald oben. Ich hab's so im Gefühl. Das Slalom hier. Wäre auch eine gute Skipiste. Hört ihr auch die Werte? Ich weiß nicht, ich höre die ganzen Sachen auf dem Ohr. Ich würde Radio laufen, aber irgendwie auch doch nicht. Komisch. Nee. Lass mal. Und hoch geht's. Really? Das war eine richtig doofe Idee. Komm, steig auf. Habe ich irgendwie Waffen? Ich habe echt keine Waffen. Wie soll ich denn den töten, bitte? Boah, hier oben ist das Gewitter aber echt am Wüten. Oh, das macht sich gerade erträglicher. Tja, da kann man auch mal sehen, dass Caesar, der so verdächtig worden ist und ach, der Bruder war ja so ausländerfeindlich gegen ihn und dies und das. Aber da kann man mal sehen, dass er besser zu uns gehalten hat als unsere jahrelangen Homies, denen wir vertrauen sollten. Oder dachten, wir können ihm vertrauen. Ja, nee. Kann das sein, dass ich die ganze Zeit falsch fahre? Halt mal an hier. Tja, da konnten wir dem Caesar besser vertrauen als... Ja, wir sind falsch gefahren. Na super. Das ist jetzt ganz schön ernüchternd. Ich komme nicht mal an den Rand der Karte. Okay, wir drehen einfach um, machen Offroad, okay? Moment. Meinst du, so Offroad machen? Ja, wir machen Offroad, komm, Leute. Ja, das war schon mal gar nicht schlecht. Meine Skills sind atemberaubend und... Ja. Oh. Ich bin nicht gut, Alter. Er ist da drin, räuchere ihn aus. Hüte dich vor der Bundespolizei. Ja, wie soll ich ihn denn ausräuchern? Denk daran, er muss noch halbwegs heil sein, wenn du das Foto von ihm machst. Distanz? Okay, Ich würde sagen, wie es da unten abgeht und ob wir das schaffen und was überhaupt alles passiert wird, das seht ihr in der nächsten Folge von GTA San Andreas. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Hobbies. Und seid beim nächsten Mal wieder mit am Start. Bye, bye.